Keine Ahnung. Rakete! Scheiße. Das Ja. kam unerwartet. Ja, ich wollte eine Rakete gegenschießen und sagen, du hast eine Rakete Bist gewonnen. noch da? Ja, ich bin noch da. Hallo? Oh, Haribo hört mich nicht. Matti? Warum hört Haribo mich nicht? Hallo, Test, Test, okay. Jetzt höre ich dich wieder. Ah. Hallo? Wie weird das ist. Okay, ja gut. No. Okay, was habe ich gewonnen? Das habe ich nicht mal gehört, was du gesagt hast. Das hier. Ach Rakete. so. Ah. Toll. Ja, du hättest die. Wär's ein Animal Crossing Charakter, hättest mir die zurückwerfen können, ne? Fertig? Ja, also die Charakter kann man fangen, oder nicht? Aber deine auch? Ja, klar. Nein, ich wollte dich greifen! Nein, nein. Komm her, ich zieh dich runter. Gib mir nicht. Sei Das ist voll. Das ist ein voller Hingegen. Boah, ich stand hinter dir, ey. Ey, das Schwert, ey. Alter. Bei Komm Haribo. her. Bye. Na, egal, ich war mit dir. Es ist okay. Oh boy, ey. Also manchmal hasse ich Ben auch, ey. Ich auch. Verständlich. Ansonsten, wie geht's dir? Jetzt habe ich ja die Konzentration, dich zu fragen. Wie geht's dir denn eigentlich? Ganz gut, ganz gut. Bin gerade nach Hause gekommen. Heute Oh. mal keine Probleme. Die Bahn hat aufgehört zu streiken, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Ja. Wie geht's dir denn? Boah, so scheiß Farm hier, ey. Ja? Ich glaube, bei uns ist es gleich. Also. Könnte es gleich abkühlen. Boah, hier draußen sieht's noch eigentlich noch zu unangenehm aus, ey. Okay. Ja, das ist hier noch. Oh, das Wetter ist so grausam. Und die Katze im Hintergrund, ey. Miau! Alles klar. Boah. Nein! Boah, vor allem, hier sind aktuell so viele Baustellen, ey. Das ist so zum Kotzen, Ey, ey. das glaube ich dir. Boah, ich bin, glaube ich, für eine Strecke, die 15 Minuten dauert, 40 Minuten gefahren, ey. Nice. Aktuell versuche ich auch morgens, wenn ich die Kinder zur Schule bringe, da komme ich 20 Minuten zu spät. Und das, obwohl ich 10 Minuten mehr Zeit einplane. Oh boy. Boah, das ist. Ich meine, gut, ne? Das Tolle ist, die wissen auch irgendwie Bescheid. Das heißt, ne, da kommen die Lehrer entgegen und sagen, ja, ich komme auch hier da aus der Gegend. Das ist keine Chance gegen meine. Mein Grapple-Beam. Boah, wie soll. Ah, ich hätte mich. Boah, ich hätte mich da festhalten sollen, aber ich dachte, du haust in die andere Seite, ey. Das war keine Absicht von mir. Ach so, kann ich ja mein Leben wieder haben? Boah, hätte ich dich jetzt getroffen, dann wäre das ein Shieldbreak, ey. Glaube ich. Ja. Hätte Fahrradkette oder so. Ich kann kein Fahrrad fahren. Ach so, hast du es verlernt? Fahrradfahren verlernt. Also hast du es nie gelernt. Doch, eigentlich schon. Ich wollte Du nur hast es doch irgendwas. verlernt. Ich wollte nur irgendwas Dummes sagen. Ich weiß gar nicht, ich könnte nicht mehr sagen, ob ich Fahrrad fahren könnte. Fahren, weil ich schon ewig nicht mehr Fahrrad gefahren bin. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht mehr. Aha, stell dir Aber man sagt vor. ja, Fahrrad. Man ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Das stimmt. Oh, ich dachte, du rollst.
Nein, nicht mehr. Oh, das, ey, oh, das merke ich zum ersten Mal, dass man eine kurze Griffunverwundbarkeit hatte. Warum ist dein Griff stärker als meiner? Weil er weiter ist. Außerdem funktioniert. Ah nein! Deine Unverwundbarkeit. Mal gucken, wie lange das geht. Das macht irgendwie kaum Schaden. Er lohnt sich gar nicht. Am Rand zu stehen ist auch meistens super risky. Mann! Okay, merke, das kann ich bei Ganondorf nicht so cool machen. Ich hatte ein bisschen Angst, ey. Boah, gut, dass ich den ausweichen konnte. Ey, ich wäre jetzt. Oh, boah. Und wie weit bist du mittlerweile in Hollow Knight? Ich hab seitdem noch nicht weiter. Oha, was zockst du denn in letzter Zeit? Oder hast du gar. Oder gar nicht? Momentan habe ich gerade Lust auf so ein Pokémon-Hack bekommen. So ein Pokémon-Hack für die Feuerrote. Die Feuerrote-Edition. Das heißt dann. Red. Okay. Und soll wohl eines der schwersten Pokémon oder Hacks sein. Weil, die spielen, die Gegner spielen besser. Du kannst keine Items einsammeln. Und du kannst nicht overleveln. Ah, das ist gut. Okay, gut, es gibt ja so Nuzlocke-Challenges, wo man einfach von sich aus sagt, ja, ich darf mich nicht überleveln. Aber jetzt hier in der Hack ist wirklich so, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, Level Cap ist jetzt Level 5. Beispiel und ab Level 15 kriegst du dann nur noch ein EP-Punkt immer. Okay. Und ich glaube, selbst wenn du dich overleveln würdest, dürftest du das Pokémon gar nicht benutzen in der Arena. Kennst du diese Apokalypsen-Nuzlocke-Challenge? Die sagen mir gerade was, aber ich weiß jetzt nicht, um was es geht. Okay, um was es da geht. Ist, glaube ich, so, da darfst du nur bestimmte Pokémon benutzen, irgendwie. Okay. Und ich glaube, du darfst nicht mehr in ein Poké-Center rein. Ah, ja, aha. Weil ja alle Dinge und auch Märkte nicht. Du kannst nur, glaube ich, normale Händler besuchen. Ich weiß nicht, ob es so normale Händler gibt. Also abseits von diesen Supermarkt-Dingen. Also wenn du irgendwie was bei einem NPC kaufen kannst. Nein! Tschüss! Alter, ich bin noch hochgesprungen. Ja, okay, ich weiß ja nicht, ob du davon schon mal gehört hattest. Das klingt aber auf jeden Fall, also zumindest als ich es gelesen hatte, super schwer. So, keine Ahnung, alleine das. Bei NPCs kannst du dich, glaube ich, einmal heilen, wenn die sowas wie bei deiner Mutter zum Beispiel. Da ja, kannst genau, du dich dann. Ja. Sowas zum Beispiel. Außer es ist storybedingt. Es gibt ja zum Beispiel bei Schwert und Schild gibt es ja dann den Kollegen, der heilt dich ja quasi immer. Immer wenn er dich sieht, dann heilt er dich. Er heilt dich, er schenkt dir Items, er bringt dir Zuckerbrot mit. Oh, das ist ja nett von ihm. Ja, richtig nett von dem. Ja. Also, mir klang. Super interessant, also ich so bei so einer Challenge generell finde ich immer super interessant irgendwie, aber dann denke ich mir so, ja, ich will aber Pokémon nochmal spielen. Andersherum denke ich mir, ich habe ja aber auch irgendwie eine Challenge, ne? Ich habe ja immer nur Geist und nicht Pokémon. Hast du sozusagen so eine Monotype-Challenge oder so? Ja. Aber ich finde so eine Nuzlocke auch irgendwie mal interessant, so ich weiß nicht. Kannst ja mal machen. Jetzt hier für Dingens, für, wie heißt? Schwert und Schild. Remake. Nein. Ja, für Schwert und Schild kannst du das natürlich auch machen. Ja, da habe ich auch schon überlegt, mal so eine Nuzlocke, weil das stelle ich mir schon witzig vor. Aber dann denke ich mir, boah, ich habe so viele Games, ich bin froh, wenn ich es nicht spiele.
Boah, ey, hab ich. Boah, ich hab das. Was gesehen wollte, ne? Ja, ich hab schon gesehen, was du vorhattest, ey, aber ich dachte mir so, ja, komm. Ja, das ist maximal entweder unentschieden. Ja, wäre ja vollkommen okay. Nein, falscher Move, voll die Bombe. Alter, nicht treffen. Nein! Tschüss! Ach, falsch. Schade, ich dachte, du kommst dann irgendwann rein. Ich hab zumindest gehofft. Falsche Richtung. No. Ich lebe noch. Ich bin ausgewichen und das dann ist mir eingefallen, am Moment mal. So gut geht das nicht. Nein. Netter Versuch. Netter Versuch. Ich dachte, du springst hinterher, wie sonst auch. Ich hab einen kurzen Moment überlegt, aber ich dachte mir so, boah, nee, ey. Wie da jetzt hinterher springen, ey. Oh, hast du die neue Folge von What If gesehen? Hast du überhaupt die letzte Folge gesehen? Ja, hast du das Video angeguckt? Ja. Okay, dann nicht. Nein, so. Fand ich gut. Fand ich gut jetzt. Die letzte Folge vor allem. Hat mir gefallen. Echt? Die letzte Folge? Ich fand das so gut mit den Zombies. Mhm. Oha. Ich fand die voll furchtbar, ey. Ehrlich? Ja, ich fand die voll furchtbar. Und, Bord, was geht? Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Bald. Wie geht's dir? Wie war dein Donnerstag? Ich muss jetzt auch schon überlegen, welcher Tag heute ist. Wie gut. Ich muss das immer überlegen, eigentlich. Ach so. Ja. Ich fand die letzte Folge irgendwie. Ich meine, zum einen, da kann die Folge nichts für. Ich mag es nicht, wenn Zombies irgendwie voll intelligent sind. Also für mich ist halt. Ich weiß nicht, das mag ich schon mal nicht, wenn die rennen. Ich mag. Klar, langsam. Wenn sie anfangen zu rennen. Schnelle Zombies. Ja. Also für mich sind Zombies langsam. Ja. Was ich verstehen kann, ist, dass halt. Ja, okay, weiß ja, oder wenn sie, ne, wenn sie da wieder kämpfen, Bogen schießen, das können ja, also das ist halt für mich, weiß ich nicht, ist für mich nicht, finde ich schon, ist nicht so mein Geschmack als Zombie. Aber andersherum, ist glaube ich etwas, was so, na, damit kann ich irgendwie auch klarkommen, weil es ist okay, ist halt der Virus, ne, man weiß ja nie, wie so eine Zombie-Apokalypse wirklich ist. Wenn der Virus echt schafft, deine Erinnerungen zu ergattern und die Kenntnisse zu holen, dann kann er es vielleicht auch hinbekommen. Ja. Aber ich fand, boah, ich weiß nicht, irgendwie mochte ich die Folge generell gar nicht. Zum einen fand ich es schade, dass zwar gezeigt wurde, wie die Avengers gestorben sind, auch wenn ich mich frage, als ob der Zombie-Apokalypse es schafft, die 6 fertig zu machen. Ich meine, seriously, es war. Wir sprechen hier, weiß ich nicht, das waren einfach. Iron Man hätte so seinen Lichtstrahl einfach. So, ich meine, klar, Captain America wäre wahrscheinlich echt hinüber. Aber ey, ich finde, das dann hätte doch Tony oder whatever da reagieren. Wow! Alter! Mein Schild! Ich weiß nicht, fand ich halt. Und, oder sowas wie. Wanda oder. Wen gab's noch? Hawkeye. Dr. Strange. Boah, das sind so Charaktere, ne, wo ich mich frage, boah, die sind super stark. Die besiegen fast Thanos alleine. Und dann so. Ja, und dann kommt ein Zombie, beißt sie einfach und dann bam, bam, ja, hinüber. Und dann denke ich mir so, Ich meine, vielleicht ist es halt irgendwie ungünstig passiert, ne?
Wer weiß warum, aber es ist. Viele Sachen, die haben mich dann so getriggert. Das mit Happy war da so ein bisschen so ein Volldepp, so bam, 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 bam. Dann wird da so ein Pfeil durch die Schulter und dann so, oh, da wurde ich wohl getroffen. Der hätte nur noch, als er zurückgezogen wurde, schreien müssen, hui. Und dann wäre er eine richtige Witzfigur gewesen, ey. Und dann, boah. Nein, ich weiß nicht. Das Verhalten von Vision fand ich auch komisch. Das fand ich super awkward. Ich meine, er ist ein Android und dass er da halt gegen die Menschheit dann plötzlich, weiß ich nicht, das und dann umfand es so ganz weird. Wo ich mich frage, warum? Ich weiß, also das hat mich, glaube ich, so am meisten gestört mit Vision. Das hätte. Und Pikachu! Schön, dass du da bist. Dir geht's gut und Dankeschön für den Lurk. Schön, dass du da bist, Pikachu. Freut mich, dass es dir gut geht. Was ich an der Folge auch irgendwie ein bisschen komisch fand, so was anderes so. Also Thanos Sport, der hat quasi dann auch Zombie und ich hab mich gefragt, wie? Ja, warum? Genau, das ist auch so das Ende, da kommt einfach Zombie Thanos an und ich denk mir so, hä? Ich meine, der konnte den Hulk nicht beißen, die Zombies, aber Thanos? Hä? Also das fand ich auch dann komisch, so, hä? Aber sonst habe ich da irgendwie abgeschaltet bei der Folge. Also mich gar nicht gefragt, so, okay, Amerika, Iron Man, Dr. Strange und so. Habe ich jetzt so hingenommen, ne? Dass die infiziert waren. Ja, ich muss sagen, ich habe viel von der Folge halt auch irgendwie erwartet, weil so Zombie-Apokalypsen finde ich immer cool. Und das hat mich super interessiert. Darauf habe ich quasi so die meiste Zeit gewartet, wie das mit der Zombie-Apokalypse ist. Und dann war so, deswegen war das so mein Highlight-Folge, wo ich dann gewartet habe. Und dann haben so Leute überlebt, eben wie Happy oder wie diese eine Kollege von Ant-Man. So, und ich denke mir so, wow, dafür sind dann die Helden gestorben. Ja gut, das kann ich verstehen, Aber gut, ich meine, so an sich ist es auch ganz nett gewesen. Ich meine, klar, am Ende nimmt man das einfach so hin. Ich meine, am Ende habe ich es so auch so hingenommen. Das ist halt dann wohl so, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde bei den Avengers. Auch wenn ich echt, also das, ja gut, aber ich muss da sagen, das ist auch wieder so zu kurz. Ich hätte gern echt super viel gern gesehen, so wie Thanos und so und wie das auch ausging, ne? Da wollen sie ein Heilmittel und so und dann, weiß ich nicht. Genau, das war irgendwie so offenes Ende. Das hat mich auch. Also ohne Scheiß, ich hätte gerne eine zweite Staffel von What If und dann wird mir jetzt, weiß ich nicht, mit wie es weitergehen würde. Fun Fact, ich habe mir nochmal den Trailer angeschaut, weil ich dachte, boah, da müsste, wie viele Folgen kommen denn noch, ne? Es gibt 5 und es sollen wohl 9 kommen. Ja, was es noch angeht, alles kommen soll. Da gab es zum Beispiel auch wie dieser böse Dr. Strange, den von der Folge, auf Agent Carter trifft. Das heißt wahrscheinlich ist da auch noch, glaube ich, so Überschneidungen. Vier Folgen kommen ja noch. Also ich bin super gespannt da. Nein! Tschüss! I never learned how to read! Falsche Richtung! Und wie fandest du die Folge von Dr. Strange? Die fand ich irgendwie noch ganz okay. So, da fand ich halt wieder die letzte besser. Irgendwie. Echt? Nein. Ja. Überrascht, krass. Ich dachte sogar, die hätte so richtig gut gefunden. Aber gut, ich weiß ja nicht, wie du Dr. Strange generell findest. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also auch so einer meiner, ja, wenn man so sagen kann, so Lieblingsfan von dem. Sagt man, aber irgendwie, ich weiß das generell finde ich auch so Zeitreisen, Zeitparadoxer und so voll interessant, aber irgendwie hat mich die Folge nicht so ganz abgeholt. Ich weiß auch nicht wieso. Okay. Du weißt schon, dass es Burning Series gibt. Was ist ein Burning Series? Die Seite, die ich dir gesteckt hatte. Ach so. Ich kenne die, ja. Ja, die Seite. Ja, die kenne ich. Guck aber auf Disney Plus. Ich meine, ich habe da einen Account über mein.
Bisher, ich glaube. Ich meine, ich brauche nämlich kaum Serien, brauche ich quasi so gut wie nicht. Da ist Netflix oder so, da Disney Plus das Wichtigere für mich. Nein! Was mir auffällt, ich glaube, da müsste, ich glaube, so schildtechnisch, ne? Ich sag dir Bescheid, wenn die siebte Staffel da ist. Achso, nein! deine Defensive. Ich habe das Gefühl, ich treffe dich voll immer. Also sehr, sehr häufig. Achso! Jeder Treffer geht. Also ja, Schildserie für würde mich auch freuen. Wenn ich die gucken kann auf Disney Plus. Aber, ich dachte mir so, ich. Von Serien geredet haben. Ich weiß. Furchtbar. Das wird dann auch aufgefallen, ey. Ich dachte mal, ich versuche so ein bisschen konstruktive Kritik reinzuhauen. Achso. Ja, dann. Jetzt geht nochmal. Alles gut, bitte. Mal. Hält er sich um, ey. Immer. Ich weiß gar nicht, von Netflix. Nein! Oh nein! Das ist geil. Oh, boah. Hat er nicht. Nee, ich brauche auch so, sonst, ansonsten brauche ich kaum was. Ich meine, ich habe jetzt Cloak & Dagger zu Ende geschaut, wo ich das Gefühl habe, die zweite Staffel weiß auch gar nicht, wohin sie genau möchte. Das fängt an mit, weiß ich nicht, dass jemand sich dupliziert, versehentlich, und nennen wir einer guten und einer bösen Seite. Und plötzlich, und diese böse Seite ist Cop und möchte aber halt noch die vermissten Mädchen finden. Und dann, dadurch kommt sie auf einmal diesen Fall, vermisste Mädchen zu suchen und dann zu dem Bösen, der, ich weiß, die Staffel war so, als wenn die nicht wüssten, was sie machen sollen. Ich meine, war ganz cool. Ja. Aber so vom Dingens war es halt. Ja, also so vom Inhalt war es so. Na, waren die ersten Staffeln nicht besser. Aber ich muss sagen, die Pluspunkte sind einfach diese Fähigkeiten, die sie haben. Das ist schon richtig cool. Ohne Scheiß, die können Avengers werden. Ich meine, die haben. Das meine, bitte? Ob das Marvel-Universum spielt? Ja, ist im MCU. Die haben sogar von. Luke Cage gesprochen zum Beispiel. Den Typen aus der Netflix-Serie. Auch ja. Sowas finde ich immer super cool direkt. Na! Nein! Oha! Da ist er da hinten. Oh, da ist er da hinten. Hab ich noch einen Doppel? Ja, okay. Und ja, jetzt gibt's, glaube ich, nur noch eine Serie, die mir fehlt, und das ist dieses Runaways. Das gibt's auch auf Disney Plus. Zum Glück. Dann sind wohl zwei Staffeln drauf. Dann hast du alle. Oh, dann habe ich, glaube ich, echt alle Serien aufgeholt, ey. Da sind wohl so eine, keine Ahnung, wieder so Teenage Avengers Wannabe Gang. Nein! Boah, ich musste nur den Doppelsprung wegnehmen, ey. Dann ist aber auch Ganondorf, ey. Ich glaube, Ganondorf einfach nicht runterfallen, ey. Diese Kombo, ey. Gib doch raus! Wow. Ich wusste, du kannst mich nicht greifen, sonst wärst du eben tot. Das hab ich, den Luxus habe ich mir gegönnt. Wow, danke. Erstmal Leben checken. Okay, geht klar. Jetzt voll drauf da. Ready?
Ansonsten, welche Serie schaust du denn aktuell? Oder aktuell gar keine? Also gar keine neue zumindest. Ich habe jetzt da The 100 angefangen. Womit? The 100. Kenn ich nicht. Es geht halt so, ist so Science-Fiction, glaube ich. Okay. Es wird so ein bisschen in der Zukunft, so die Welt oder die Erde wurde durch einen Atomkrieg verseucht und so. Ah. Menschheit hat sich halt in den Weltall gerettet und ja, jetzt halt so, kann man da noch leben auf der Erde und so weiter. So, darum geht's halt in den ersten Staffeln ziemlich. Oh, postapokalyptische Welt. Okay, da, jetzt werde ich hellhörig. Da werde ich hell. Mhm. Gibt's aber leider nirgends. Echt nicht? Nee. Kein Netflix, kein Dingens. Ah, toll, ey. Wo soll man denn das gucken? Ja. Weiß ich auch nicht. Ja, gut. Ja, aber, hä, wo ist es denn? Hä, warum gibt's denn das nicht in Streaming-Dienst? Wofür zahle ich denn? Scheiße, ich muss. Nein, das... nicht ein drittes Mal. Oh, ich dachte gerade. Oh, ich dachte jetzt auch so. Noch ein drittes Mal, komm. Scheiße. Okay. Was? Oh, ein netter Versuch. Damit das hätte ich jetzt. Und damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ey. Nein! Na, schade. Schade, ey. Hey Pikachu! Und willkommen zurück! Ah, gut, dann muss ich mal gucken. Weil aktuell. Bin noch. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine neue Serie suchen sollte. Eigentlich vielleicht ganz gut, wenn ich mal keine Serie im Start habe, wenn das so furchtbar. Ich meine, wenn ich jetzt noch die Runner Race fertig geschaut habe, bin ich glaube ich dann erstmal fertig und ich glaube dann. Keine Ahnung, dann schlafen. Seid ihr denn mit Game of Thrones schon fertig? Was? Ich hab keinen Sprung mehr gehabt. Nee, das stimmt, das wollen wir dann. Ja, wir überlegt einfach die letzte Staffel nochmal, weil ich muss gestehen. Boah, ich weiß nicht so. Ich glaube, wenn man die Serie so zum ersten Mal sieht, ist das noch richtig cool, das aber so. Cool, aber so das zweite Mal oder so. Kann ich verstehen, ja. Weil es auch so viel Input ist irgendwie, ne? Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, merke ich so vieles kann ich hauptsächlich nur einmal sehen. Aber da muss richtig, richtig gut sein. Avengers zum Beispiel, das könnte ich öfters gucken. No! Alter. Nein! Boah! Komm mir noch rein. Ey, ich kann einfach gar nicht greifen auf mein Tor. Das ist so, das war asozial. Oh, das war asozial. Alles gut. Ein bisschen. Bisschen vielleicht. Moment. Aber ich wechsle mal den Charakter. Ich wollte jetzt mal mit Pyra und Mithra noch weiter spielen. Ja. So, I'm ready! Ach, Pikachu setzt wieder zu. Bauen die wieder bei dir. Oha, dann machen die aber gerne, ne? Und Bolt, dankeschön für den Lurk. Dankeschön. Dann machen die wohl gerne bei dir aufbauen, ne? Hast du denn schon genug fürs Wochenende parat? Und auskommst? Oh,
ich dachte. Ey, nimmst du immer noch? Mal. Nein! Ja! Oh, diese Superrüstung, ey. Diese super Banane, ey. Ja! Das ist doch gut. Ich schmeiß mir jetzt selbst runter, ey. Nein! Nein! Tschüss! Und mal zum guten Abend. Was soll ich denn sagen? Boah, ich krieg die eh nicht tot mit der. Wow. Mal, wie du mich immer mit diesem Griff abfängst, ey. Mag den Griff. Ich merk's schon. Nein, dann nimm! Ich dachte gerade, ich. Boah. Nein! Geht doch. Ach, schade, schade. Oh, du musst nochmal los, Pikachu. Oh nein. Bringst du was mit? Überraschungsei. Oder so. Bring eine Zwiebel mit. Sich oder Muffins. Oder Muffins. Muffins ist auch getarnt als Zwiebel. Ach so? Mir lieber als eine Zwiebel getarnt als Muffins. Boah, das wäre schon gemein. Richtig asozial, ey. So dieses... Oder, keine Ahnung, so hier, so diese, auf Kirmes, diese Zuckerguss-Äpfel. Einfach eine Zwiebel damit nehmen. Verkleiden, ey. Boah. Was? Weg. Okay. Wow. Nein, nein, nein. Oh, ich lebe noch. Boah. Na, das hab ich mal dem Idee, ja. Boah, ich hab ein bisschen Angst, ob es mich triffst, ey. Zu Recht. Was? Was? Oh, du bist jetzt Feuer gerade. Ja. Ja, zumindest sah das so aus. Du willst mir aber auch mit diesem großen Hieb treffen, ne? Nein.
Boah, ich dachte, wenn ich da jetzt rein dashe, ey. What? Nein! Wow! Mann, ey! Das zweite Mal! Ach, verdammt! Nein! Boah, wenn das mir jetzt... Nein! Verwerbung hat geklappt, nice! Ich wollte das nicht! Ah, schade! Boah, ich hatte so ein bisschen Angst bekommen, muss ich sagen. Das war schon gemein. Ja, Eis wäre jetzt auch cool, ey. Ja. Boah, ich hätte jetzt auch so Bock auf ein Eis, ey. Also, so auf so ein... Ich weiß nicht. Irgendwas, ey, es ist so kackwarm hier, ey. Ich weiß nicht, ich hab das Bedürfnis nur zu essen, so gom 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 gom. Aber Essen ist immer gut. Na, ja, Mom! Ich lebe noch! Alter! Ich da jedes Mal rein, oder ne? Ah, Mist. Nein! Ah, ich dachte. Boah, ich krieg dich nicht gegriffen, ey. Huh. Ja, ich fand das genau nicht. Ach so. Das war super gutes Teil. Was? Boah, das war ja gut. Oh, schade, ey. Jetzt bist du, glaube ich, mit jedem Versuch da rein, einmal in den Feuerdings reingekommen. What? Was denn? Irgendwann bist du nicht mehr unverwundbar an der. Ja, an der aber Karte. Ich hab eigentlich gedrückt. Also, dass ich wieder aufkomme. Ach so. Boah. Ich hab zumindest die Schultertaste gedrückt. Okay, das war. Sag nichts. Ich hab für den Ausgleich gesorgt. So. Hi. Was? Als ob du da durchtriffst, ey. Ich hab auch gerade so, hä? Also manchmal sind die Hitboxen komisch. Warum rollst du da nicht mehr rein, ey? So die guten alten Zeiten, wo du immer reingerollt bist. Ja, die guten alten Zeiten, wo ich noch kacko war und ich gekriegt habe, immer in den Angum reingerollt bin. Ne. I overcome my fear. Luft ist ja auch voll furchtbar. Ja. Glaube ich dir, Pikachu, ey. Das glaube ich dir. Ja. Das Game ist gerade richtig dunkel. Boah, ey. Hey,
bisschen Angst, dass das nicht klappt. Dass ich getroffen habe. Ich bin eben unvermeidbar. Ja, wow. Bevor ich ihn brauche für den letzten Smash-Dingens, hätte ich gerne Thanos. Boah, das wäre mein neuer Main. Das wäre so weird. Der wird so null reinpassen. Völlig banal. Wird einfach nicht gekommen. Das ist wie so ein Goku, aber. Hey, ist okay. Mist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass. Scheiße. Ich glaube, du müsstest mir noch Wasser lassen. Kartoffel haben sich Wasser drin. Tja, ärgerlich, wir stehen mit dem. Nein, ich wollte so ausweichen und ich lebe noch. Wie gut, dass du nicht runtergegangen bist, du wärst voll in mein Schwert reingefallen. Ich weiß aber auch nicht, also ich hab halt nur nach unten gedrückt und keine Ahnung, ob er nicht runtergegangen ist. Na, vielleicht besser. Ganondorf hatte Angst vor Feuer. Oh nein, da geh ich nicht runter. Der hat halt ein bisschen Angst. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, warum bin ich denn nicht runtergegangen? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst dich da auf Plattform ducken, wenn du nicht schnell genug bist. Das wollte ich jetzt gerade testen. Und dann vermerken. Okay, vielleicht gerade. Ja, jetzt geht's halt aber eben. Keine Ahnung. Boah, da muss er echt komisch lang. Okay, weiter geht's. Du darfst den ersten Hieb machen. Hab ich. So fair. So. Oh boy. Und hier ist ein Wasserglas Pikachu. Sehr gut, Pika. Willst du dazukommen, so? Ja. Aber? Ach so. Genau. Oha. Warte, ich kann das ja schon mal richtig hinstellen. Oh, es ist so scheiß warm, ey. Jede Bewegung überanstrengt mich. Und dann kannst du dich dazu besehen. Hallo. So, dann muss ich einmal kurz, glaube ich. Oh, Discord muss ich auch nochmal umstellen. Harry gehört uns, glaube ich, gerade nicht. Ach so. Doch, Haribo, du hörst uns. Haribo? Test. Nee. Moment, Test. Okay, das darüber geht es. So, Haribo? Ja. Ah, okay. Eigentlich hättest du die ganze Zeit schon über das Mikrofon hören müssen und nicht über mein Headset, aber. Lustig. Ja. Okay. Aber es war doch schon mal so. Ja, keine Ahnung warum. Achso, Moment. Technik. Ja gut, Cam hat ja auch durch irgendeinen Grund nicht funktioniert. Haben die richtig angeschlossen? Ja, das glaube ich auch. Boah, ich hatte ein bisschen Angst, ey, dass du mich trotzdem schlägst. Wo ist meine Unverwundbarkeit, ey? Entschuldigung, ey, das sind nicht unverwundbar.
Da bin ich. Schade, ey. Da bist du noch gut ausgewichen, bis da unten zu fallen, ey. Nein! No. Nein, Hügelboy! Das musst du sein. Du gehst mal mit ins Tümpel. Nein! Ich will kein Schwert. Ich kann sagen, jetzt bist du zweimal ganz gut aus. Oh, ja, scheiße. Nein! Ich warte diesmal. Mann, ich bin zu greedy. Ja, das bist du selbst schuld. Boah, wenn du jetzt uns beide mitgenommen hättest, ey. Ja. Eigentlich wollte ich sie nicht treffen, aber du hast jetzt einfach sie genommen und weggeschmissen. Entschuldigung? Oder so? Also, warte, du musst schon weg. Ja. Oh. Ja, das würde ich sagen, wenn der uns jetzt mitgenommen hätte, würde es einfach gewonnen und ich tue ihn absolut den Nerven. Ey, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, aber das ist so, dieses Haribo bekämpft uns so, das ist so. Das ist so dadurch einfach so. Dann hätte Haribo mich mitgerissen. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich finde das sehr gut. Warum kann ich sich eigentlich nicht umdrehen, wenn ich noch. Also warum geht das nicht? Dass es sich umdreht, wenn ich sage, wenn sie sich umdrehen. Weiß ich das nicht. Rebelle. Nein, ich komme nicht gerade zu kurz einmal. Ja! Dich rausgehauen. Nice, Single-Button-Mode, ey. Er will meine scheiß Hindernisse ausweichen. So, jetzt habe ich sie wieder einmal gewinnen lassen. Jetzt reicht es dann. Zylinder? Zelda und Selina. Das klingt wie Zylinder. Ja, genau, so ein Zylinder. Oh. Meinst du das Ding aus dem Auto oder das auch immer? Kann man das Ding aus dem Auto auf den Kopf setzen? Oder die mathematische Zylinderform. Dann kann man so Körper berechnen. Ja, klar, Haribo denkt wieder an Mathe, ey. Was denn? Du musst mir ein Geschehen rein. Mach ich doch. Ich war vorhin die erste, die rausgeflogen ist. Warum? Weil ich auf Haribo zugerannt bin und er mich mit dem ersten Schlag rausgehauen hat. Jetzt bin ich wieder die erste, die rausgeflogen ist. Ach so. Die erste, die geht, die letzte, die bleibt. Ja, gut gemacht. Das ergibt, glaube ich, gar keinen Sinn. Nein! Was war das denn? Der Feuerball von Selina. Hm.
Na, als ob ich den komischen Ritter bekomme. Ich geh da rüber. Nee. Oi. Nehmen wir noch. Nein, 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 nein. Das hat sich ausgerittert. Haribo dran. Haribo ist dran. Nein, du musst auch mal dran, dass du auch endlich einmal rausfliegst. Achso! Oh, ich hab jetzt. Ja, weil du einen Spaten bist. Achso. Und immer meinst, alle würden sich aushalten, aber das ist wenig. Hallo, ich hab die ganze Zeit voll auf Haribo gehauen. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Du musst auf mich gehauen, dass ich als Haribo auf Haribo gehauen habe. Achso. Nein. Aber auf Haribo gehauen, als er auf mich gehauen hat. Wenn wir dann uns gerade nicht mehr nennen. Wir auf jemand anderen hauen. Achso. Nein, 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 nein! Und man einfach, wenn das Smash angriff so lange dauert, dass man einfach sieht, okay, ich kann nichts mehr machen, er wird mich jetzt schlagen, ey. Los, Haribo! Was? Warum schauen die auf meinen kleinen Bildschirm? Stimmt, du könntest die ganze Zeit sogar auf dem Fernseher schauen. Nee, das ist nicht gut, glaube ich. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist nicht gut. Nein! Ich kann es ja einmal ausprobieren. Nee. Nicht? Ich meine, du hättest ja, quasi nein, mit dem Bildschirm, ne? Komm her, Haribo. Nein! Ein bisschen früher muss lassen müssen. Ein bisschen, ja. Oder ich habe ein bisschen, ich weiß es nicht, aber in der Tat. Also ich habe mit dem Angriff halt nicht gerechnet. Ja. Nur sage ich, ich habe auch, es hätte auch voll daneben gehen können. Was? Hallo, mich? Was? Pikachu? Und Lorebedo, guten Abend, es geht schön, dass du da bist. Hallo Lorebedo. Hallo Lorebedo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Oh, diese Feuerbälle, ne? Feuerbälle machen mich verrückt, ey. Ich bin nicht in der Mutter. Okay. Mal diese Feuerbälle, ey. Das ID, it's a friend lobby, and if you wanna join, you have to add me on the friend list, because, my friend code is on the Discord server. In the friend code chat. Mach ich wohl ein Doppelkick. Bye, Haribo! Nein! Damn it. Mach. Oha, Haribo, Mod des Monats, ey. Beim Smashen noch. Ach, deswegen hast du kurz da oben gestanden. Oha. Ah, ja, ich nehm noch. Was machst du? Warum? Warum? Ach so. Also, das ist doch richtig schade. Damit. Wir hätten zum Beispiel beide gegen Haribo spielen können. My friend code is in the chat. Name is friend code. You can find it in the Discord in the chat. Friend code. At the top of my at the top of the chat, but it's pinned on the chat too, so you can easily find it. But we just play one more match and we change it. We play every Thursday. Thursday, Tuesday. Tuesday, ne? Thursday. Thursday.
Every Thursday at, well, I have no idea what time is it in your country, but in Germany it is 6 p.m. Yeah. Ja. In Germany. In Germany. In Germany. Reach for my hand, I'll soar away. Hallo Stefan. Hey Stefan. Moin Meister. So, machen wir noch eine Runde und Stefan, was geht? Einen schönen guten Abend und schön, dass du da bist. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub im Maus beweg dich zweiten Monat. Wie geht es dir, Stefan? Wie geht's dir? Sorry, ich hatte den Alert nicht. Ja, macht mich alles gut. Ich glaube, da ist. Ja, ich bin der Einzige, der. Ich bin der Einzige, der den Alert holt, von daher ist es okay. Ist doch nicht auf dem Discord-Server. Achso, ja, dann ist. Vielleicht findet er das mit uns. Ja. Dann. Ja, da kann ich ihn so machen. Ich poste den jetzt nicht ans Screen. Aber du stehst auch im Titel. It says on the title, if you wanna join me, you have to add me. If you wanna see it. Ach shit, ey. Darüber. Ich wollte jetzt wechseln. Oha. Ma. Kann ich den hier machen? Nee. Ma, ich trau mich da nicht hin, ey. Da muss ich nicht stehen. Ich trau mich das nicht dazu machen, ey. Magst du dich unabfallen? Nein! Nein, nächster! Ja. Ah. No, 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 no! Oh, no, 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 no! Wie wenn man dich greift, wird der Ritter nicht unterbrochen. Oha! Oder der wurde gerade gleichzeitig abgestürzt. Aber gleichzeitig ist gut. Ich hab mein Schwert nicht. Ist er denn nicht? Nein! Ey! Guck, das verstehe ich nicht. Ich drück dann nach rechts und sie haut weiterhin nach links. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit spammst, dann ja, greifst sie die ganze Zeit und das in der einen Richtung, wo sie das erste Mal tust. Das heißt, du musst einmal kurz nee, pausen. Du hast zweimal zugegriffen. Also zumindest sah ich, als dass du zweimal gegriffen hast. No. Oh, wie gut das Map-Up Special gemacht hat. Ich habe heute nicht bestimmt. Oh. Nein! Ah, ich hab noch ein Leben. Natürlich hast du noch ein Leben. Und dir geht's gut, Stefan. Oh, das freut mich. Ich freue mich, dass es dir ganz gut geht. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Und ich habe gesehen, die Sache mit Hasi hat sich, glaube ich, auch ganz gut geklärt, ne? Ich hoffe, dass es dann alles zum Guten gewandt hat. Dann gehe ich mal von aus, dir geht es auch viel, viel besser als die Tage davor und so. Aua. Hallo. Hi. Ich will doch nicht beide auf mich eingehen. Achso. Das ist auch immer alles. Nein, keine Chance! Keine Chance! Eben so die Arbeit! Oh nein. Oh Scheiße, Tony. Nein! Was? Was? Egal. Ich hab einzig rausgehauen. Ja, ja.